Herzlich willkommen zu meiner Infoveranstaltung. Ich freue mich total, dass ihr alle gekommen seid. Also ich bin schon ein bisschen aufgeregt und damit ich nichts vergesse, was ich mir jetzt die letzten Wochen überlegt habe, was ich euch alles erzählen will, habe ich hier so eine kleine Gedankenstütze. Also nicht wundern, wenn ich ab und zu mal so ein bisschen nach da drüben lure. Genau, also ich hoffe, dass wir heute einen richtig schönen Nachmittag zusammen haben und damit ihr auch ein bisschen wisst, was euch so erwartet, habe ich eine kleine Mini-Tagesordnung gemacht. Also ich möchte euch als erstes erzählen, was so meine Beweggründe dazu waren, mich selbstständig zu machen. Dann natürlich, womit ich mich überhaupt selbstständig gemacht habe. Meine Vision dahinter. Und am Schluss gibt es noch einen kleinen Ausblick, was noch so alles ansteht und was vielleicht auch noch so kommen darf. Genau, dann steige ich mal mit Punkt 1 ein. Meine Beweggründe, mein Motiv, mich selbstständig zu machen, das war natürlich ganz vorne die freie Zeiteinteilung. Ich habe gemerkt, dass mir das immer wichtiger wird, dass ich meine Zeit so planen kann, wie es für mich und vor allem für meinen Körper gut ist. Dass ich einfach Termine vielleicht auch mal so legen kann, dass wenn ich so richtig energiegeladen bin, dass ich dann einfach sage, okay, dann mache ich einen Termin nach dem anderen. Und wenn ich halt Tage habe, wo ich eher mehr Ruhe brauche, dass ich dann vielleicht auch mal sage, ja, nee, also heute brauche ich gar keinen Termin. Und im Angestelltenverhältnis, naja, an den Tagen, wo ich halt arbeite, muss ich in die Arbeit. Da fragt mich keiner, wie es mir jetzt geht. Und wenn ich mein eigener Chef bin, dann kann ich das halt frei einteilen. Einige von euch wissen ja wahrscheinlich, dass ich mich in der Zeit, wie die Kinder so viel zu Hause waren, sehr viel mit dem Thema selbstbestimmte Bildung beschäftigt habe. Und da ist mir was ziemlich extrem aufgefallen. Stellt euch mal euer früheres Klassenzimmer vor. Wie sah das aus? So eine grüne Tafel vorne dran, der Lehrer steht davor, dann gibt es da die ganzen Tische und an den Stühlen sitzen die Schüler. Ich selber saß da 13 Jahre lang und es hat ja dann mir noch nicht gereicht, die 13 Jahre, also saß ich dann noch 4 Jahre im Hörsaal und 2 Jahre im Referendariat. Und wieder saß ich eben an diesem Tisch und diesmal waren es die Professoren, die vorne standen und mir genau gesagt haben, was ich zu tun habe, was ich zu lernen habe. Und dann habe ich mir mal überlegt, wie ist es eigentlich jetzt? Okay, ich gebe zu, ich habe ein eigenes Büro, das ist deutlich besser als ein Klassenzimmer. Aber ich sitze immer noch hinter dem Schreibtisch auf dem Stuhl und habe die Weisungen meines Arbeitgebers zu befolgen. Und dann ist mir klar geworden, dass ich eigentlich immer noch wie so ein Schüler bin. Und das fand ich irgendwie nicht so schön. Und das hat mir auf jeden Fall bei meiner Entscheidungsfindung unglaublich geholfen, weil ich einfach gesagt habe, naja, also das will ich jetzt nicht die restlichen 25, 30, 40 Jahre haben, dass mir irgendjemand sagt, was ich zu tun habe. Und jetzt muss man natürlich sagen, da ist dann der Entschluss mal gefallen, aber bloß sich jetzt zu entschließen und dann wirklich ins Tun zu kommen, sind ja auch nochmal 2 Paar Stiefel. Und ganz so einfach war es dann bei mir tatsächlich nicht, weil ich bin verbeamtet, das heißt, ich hätte tatsächlich nicht einfach jetzt loslegen können. Ich musste mir erstmal die Erlaubnis von meinem Dienstherrn einholen. Das heißt, ich habe dann letztes Jahr habe ich das schon gemacht, habe ich mir dann die Erlaubnis geholt, eine Nebentätigkeit auszuüben. Die habe ich dann auch bekommen, aber irgendwie kam ich immer noch nicht so richtig ins Tun. Und naja, ich habe mir eine Frage immer wieder gestellt und darüber hat sich dann alles gedreht. Als ganzheitliche Gesundheitsberaterin, bin ich da jetzt gewerblich tätig oder bin ich freiberuflich tätig? Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist denn jetzt der Unterschied? Also ich komme ja aus der Steuerrichtung, deswegen war mir das ziemlich klar, ich muss mich entscheiden, was ich tue. Also gewerblich wäre der Schritt, ich muss mich erstmal bei der Stadt anmelden und muss ein Gewerbe anmelden und kann dann loslegen. Wenn ich jetzt aber sage, ich bin Freiberufler, dann hätte ich direkt anfangen können und hätte das innerhalb von einem Monat eben beim Finanzamt anzeigen müssen. Ja, und das, also ich weiß nicht, wie viele Monate ich da immer wieder überlegt habe, was mache ich denn, was biete ich denn an und bin ich dann das oder das? Bis ich irgendwann festgestellt habe, ich glaube, das ist einfach nur eine Ausrede, dass ich nicht anfange. Und dann habe ich wirklich Nägel mit Köpfen gemacht und gesagt, okay, ich melde jetzt ein Gewerbe an, weil dann bin ich einfach in dem, was ich anbiete, einfach freier. Und bin nicht ganz so festgelegt mit freiberuflich, weil das halt doch sehr eingeschränkt ist, wann man wirklich noch als Freiberufler gilt.
Genau, und so dieser eigentliche Mut zu dem Schritt, der kam eigentlich durch meine jüngere Tochter Johanna, weil die in der Zeit, wo man viel zu Hause war, halt Schwierigkeiten damit hatte, dass ich mindestens einen meiner beiden Arbeitstage ins Büro fahren musste. Und der Wolfgang, der war halt immer zu Hause. Also der war in diesen, keine Ahnung, 1,5, 2 Jahren vielleicht einmal im Büro. Und da wir ja beide am Computer arbeiten, ist es ja für sie mehr oder weniger das Gleiche, was wir tun. Und es konnte sie überhaupt nicht verstehen, warum ich aber mindestens einmal in der Woche aus dem Haus gehen muss. Und das ist ihr echt richtig schwer gefallen. Also sie war dann schon immer am Sonntagabend nicht mehr so gut drauf. Und dann habe ich einfach festgestellt, dass also zumindest für meine Familie, für meine Kinder, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir viel Zeit miteinander verbringen und dass es einfach für uns besser ist, wenn ich meine Arbeit oder wir dann auch unsere Arbeit um unsere Familie rumbauen können und nicht andersrum. Und das waren eigentlich so das ganze Sammelsurium, was so meine Beweggründe dann waren, zu sagen, okay, ich gehe jetzt den Schritt, ich mache mich jetzt selbstständig. Habt ihr da zu dem Punkt irgendwelche Fragen? Gut. Dann natürlich der wichtigste Part, womit habe ich mich eigentlich selbstständig gemacht? Und da möchte ich gern ein bisschen weiter ausholen. Stellt euch mal so einen richtig ungemütlichen, grauen, nasskalten Novembertag vor. Eine Frau mit kugelrundem Bauch sitzt in der S-Bahn und ist tränenüberströmt. Die Geschichte dieser Frau würde ich euch jetzt gerne erzählen, wenn ihr sie hören möchtet. Also die Frau, die kommt gerade von einem Termin aus dem Krankenhaus zurück und sie war dort, um sich darüber zu informieren, wie eine natürliche Geburt in Beckenendlage funktionieren kann. Und insgeheim hat sie sich gehofft, dass der Arzt so ein bisschen grünes Licht dafür gibt, dass durchaus auch eine Hausgeburt denkbar wäre bei einer Beckenendlagengeburt. Ja, naja, es lief natürlich alles ganz anders. Der Arzt wurde es nicht müde, ihr zu sagen, was die Risiken alle sind bei einer Beckenendlagengeburt und noch dazu bei einer Erstgebärenden und dass es eigentlich verantwortungslos wäre, da eine Hausgeburt zu machen und hat extrem auf eine äußere Wendung gedrängt. Tatsächlich ein bisschen mit dem Hintergedanken, ja, wenn das Kind dann richtig rumliegt, dann würde ja eine Hausgeburt nichts mehr im Weg stehen. Das Ende vom Lied war, dass die Frau dann mit einem Termin zur äußeren Wendung nach Hause gefahren ist, obwohl sie niemals eine äußere Wendung machen lassen wollte. Und die meisten haben es vielleicht schon erraten, diese Frau war ich vor 11 Jahren. Und das war einfach für mich so ein ganz, ganz entscheidender Tag in meinem Leben. Ich habe dann an diesem Nachmittag unglaublich viel reflektiert. Ich habe sehr viel geweint. Aber irgendwann wusste ich einfach, was richtig ist. Ich glaube, zum ersten Mal in meinem Leben auf mein Bauchgefühl, auf meine Intuition vertraut. Ich wusste, was gut für mich, was gut für unser Kind ist. Und habe da einfach gelernt, mir zu vertrauen und eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen. Und also wer noch mehr über meine Geburtsgeschichte dann auch wissen will, da sage ich dann später noch ein bisschen was dazu. Also das war auf jeden Fall so dieser Punkt mit Eigenverantwortung übernehmen, eigenverantwortliche Entscheidungen treffen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich auch dann mich in sämtliche Themen eingelesen. Also eben, wo es am besten ist, dass mein Kind auf die Welt kommt. Ist jetzt ein Familienbett gut oder schlecht? Wie lange will ich stillen? Ich habe einfach nicht mehr auf das Außen gehört, sondern ich habe mich selber informiert und habe dann eine eigenverantwortliche Entscheidung getroffen. Und im Nachhinein muss ich sagen, finde ich es fast ein bisschen seltsam, dass ich nicht zu dem Zeitpunkt schon an meiner Berufswahl gezweifelt habe. Weil immer wenn ich mich so gleich, auch schon nach Beginn meiner beruflichen Tätigkeit, wenn ich mich mit Freunden getroffen habe, dann haben die immer leuchtende Augen gehabt und haben erzählt, wie toll sie jetzt ihren Job finden und dass das alles so richtig Spaß macht und sie haben da ihre Berufung gefunden. Und ich saß dann immer da und habe mir gedacht, ja,
ich arbeite halt, ich mache meinen Job halt, aber ich hatte nie so dieses Gefühl, boah, das macht mir richtig Spaß. Und gerade in den letzten beiden Jahren habe ich dann auch einfach gemerkt, ich bin viel lieber draußen in der Natur, ich koche gerne, ich bin gern mit Menschen zusammen. Und da habe ich dann eben die Entscheidung getroffen, nochmal eine andere Ausbildung zu machen und habe mein Fernstudium zur Fachberaterin für holistische Gesundheit gestartet und habe da eben während dem Studium unglaublich viel natürlich gelernt. Und gerade dieses Thema Ernährung, das hat mich eigentlich auch schon als junge Erwachsene total fasziniert und da habe ich auch, haben wir viel gemacht. Ich habe mich gesund ernährt und ja, mit den Kindern war es dann natürlich erstmal so im Hintergrund, weil irgendwie war halt immer viel los und dann ernährt man sich vielleicht auch nicht mehr ganz so, wie man weiß, dass es eigentlich gesund wäre. Und dann durch die Magdalena, meine ältere Tochter, sind wir dann aber doch schnell auch wieder auf diese Schiene mit, was genau heißt denn gesunde Ernährung, gekommen, weil die schon seit jüngster Kindheit an starken Kopfschmerzen leidet, bis zum Erbrechen. Und dann haben wir natürlich auch mit Heilpraktikern, mit Ärzten geguckt, was können wir tun, was ist der Auslöser. Und letztendlich durch meine Ausbildung haben wir dann einiges rausgefunden und haben auch während der Zeit schon viel in der Ernährung umgestellt und haben da auch wirklich große Erfolge erzielt bei ihr, sodass einfach die Anzahl der Kopfschmerzattacken sehr, sehr viel geringer geworden ist. Und das ist einfach so, wo ich sage, das ist so schön, wenn man einfach sieht, wie die Erfolge aussehen können. Und das ist einfach auch was ich gerne weitergeben möchte. Und während ich dieses Fernstudium gemacht habe, habe ich dann zusätzlich noch eine Ausbildung zur Fachberaterin für Selbstversorgung mit essbaren Wildpflanzen gemacht. Einfach weil mich das Thema auch total interessiert. Ich finde es toll, wenn man weiß, was wächst da vor meiner Tür und was davon kann ich essen. Und gerade diese essbaren Wildpflanzen, die können unser eh schon gesundes Essen noch um so viel toppen, weil sie einfach deutlich mehr Vitamine und Mikronährstoffe allgemein haben als Kulturgemüse nochmal. Und wenn man das kombiniert, dann ist es eben nicht nur lecker, sondern auch ein bisschen wild. Genau. Und die beiden Ausbildungen, die finde ich, kann man halt jetzt auch so wunderschön kombinieren, weil ganzheitliche Gesundheitsberatung ist halt nicht nur Ernährung. Also Ernährung ist ein Teil, mit Sicherheit auch ein großer Teil, aber ich kann mich noch so gesund ernähren. Wenn ich ständig gestresst bin, dann wird es mir mit der Verdauung trotzdem nicht sonderlich gut gehen, weil wir in dem Sinne da immer noch sind wie die Steinzeitmenschen. Also Stress heißt einfach, ich muss entweder kämpfen oder rennen und da habe ich keine Zeit, irgendwas zu verdauen. Deswegen ist Stressmanagement ein zweiter Punkt, der mindestens genauso wichtig ist wie das, was wir essen. Dann ist natürlich auch Bewegung sehr wichtig und ein guter Schlaf. Und in der Kombination von essbaren Wildpflanzen und jetzt Ernährung kann ich das sogar alles verbinden und das greift richtig schön ineinander. Weil ich habe, wenn ich jetzt sage, ich nehme jeden oder jeden zweiten Tag, gehe ich raus und sammle mir selber was ich zu meinem Essen dazu mache, dann habe ich Bewegung. Dann bin ich draußen an der frischen Luft, das bewältigt Stress. Habe ich auch schon Stressmanagement mit drin. Und wenn ich viel an der frischen Luft bin, dann schlafe ich auch gut. Also ist das eine wunderbare Kombination. Genau, jetzt habt ihr mich eh vorher schon fast alle gefragt, was ihr denn draußen zu essen bekommen habt. Das will ich euch jetzt natürlich nicht vorenthalten. Also das draußen, das waren kleine Petit Fours mit einem Lindenblätter-Mehl-Biskuit-Teig, gefüllt mit Aronia-Holunderbeeren-Gelee mit kandierten Vogelbeeren obendrauf. Und nach meiner Präsentation dürft ihr euch dann noch auf einen kleinen Imbiss freuen. Da gibt es dann zwei verschiedene Quiche-Arten, einmal mit Kürbis und Vogelbeeren und das andere, da sind einfach Wildkräuter drin, Löwenzahn, Spitzwegerich, Wiesenbärenklau und eben mit Champignons ist das auch ein bisschen. Und dann gibt es noch so ein bisschen verwilderte Burger, da ist ein wildes Pesto mit drin aus Brunnenkresse und Brennnessel.
Da dürft ihr euch schon mal freuen. Aber jetzt müsst ihr mir noch ein bisschen zuhören. Genau. Jetzt, das war jetzt so im Groben, was so mein Thema ist. Und jetzt möchte ich euch ganz gerne so im Detail noch ein bisschen mitnehmen, was meine Angebote so sind. Also das eine ist wirklich mehr so in Richtung Ernährungsberatung, wobei ich da durchaus auch schon so ein bisschen was mit einbeziehen möchte mit gesunden Routinen. Also da würde ich euch auch ganz gern mal noch mal kurz mitnehmen und dass ihr euch ein bisschen vorstellt, wie ist es denn für euch, wenn ihr aufsteht in der Früh und dann müsst ihr sofort funktionieren. Es muss sofort, tak, 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 ihr müsst fertig sein, die Kinder müssen fertig sein, damit auch ja alle rechtzeitig aus dem Haus sind. Wie sich das anfühlt. Und dann, wenn man sagt, okay, ich stehe jetzt auf, ich habe, keine Ahnung, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, wie viel auch immer, erstmal Zeit für mich, komplette Me-Time, mache irgendwas für mich und starte dann in den Tag, wie sich das dann anfühlt. Wollt ihr mal so ein paar Beispiele für gesunde Routinen haben? Also die allereinfachste Routine, bei der man noch nicht mal früher aufstehen muss, ist das Zungenschaben. Dass man einfach ganz bewusst in der Früh dann auch da tatsächlich in sich geht und das einfach nur für sich macht und die Zunge schabt und einfach dann den Körper schon mal von Bakterien, die in der Nacht aufgestiegen sind, befreit. Die schluckt man dann schon mal mit dem Frühstück nicht wieder runter. Und wenn man jetzt auch noch sagt, ja, ich kriege das hin, ich stehe ein bisschen früher auf für mich, dann könnte man noch Ölziehen einbinden, indem man einfach ein Zahnöl nimmt oder auch irgendwas anderes, Kokosöl oder irgendein hochwertiges Öl, einen Teelöffel im Mund nimmt und das dann so richtig durch die Zähne zieht. Und da kann man mit ein paar wenigen Minuten anfangen und das kann man bis zu 20 Minuten steigern. Und das spuckt man dann in den Müll, also nicht in Abguss, weil der verstopft, ist nicht so gut. Und dann hat man da schon mal was einfach für sich getan, dass keine Bakterien und dass es auch entzündungshemmend einfach im Mund ist. Was meine liebste Morgenroutine ist, gleich nach dem Aufstehen einen halben Liter warmes Wasser zu trinken. Das erstens füllt es den Körper wieder mit Flüssigkeit auf, den man einfach nachts verliert man einiges an Flüssigkeit, das merkt man oft gar nicht, aber man schwitzt eben und dann ist das wunderbar. Man kann es entweder einfach so als pures warmes Wasser trinken oder wenn man den Körper bei der Entgiftung noch unterstützen möchte, kann man eine halbe Zitrone reinpressen oder jetzt im Winter, wenn es dann so kalt ist, einfach ein paar Ingwerscheiben rein, dann hat man schon was Wärmendes von innen. Das sind so die praktischen Morgenroutinen und dann gibt es natürlich noch so das Übliche, was ihr wahrscheinlich alle kennt. Ich kann natürlich meditieren, ich kann Yoga machen, ich kann Pilates machen oder was auch immer da jedem Einzelnen gut tut. Und auch von der Zeit her kann man sich da völlig frei überlegen, naja, kann ich von der Uhrzeit her sagen, ich kann gut und gerne eine Stunde früher aufstehen und weiß, ich habe die dann rein für mich und kann dann richtig entspannt in den Tag starten. Oder ich teile es mir halt einfach so ein, wenn ich sage, ah, naja, so 10 Minuten, das ist vielleicht das Höchste der Gefühle und bind dann einfach irgendwas ein. Und wenn es einfach vielleicht nur tiefes Atmen ist, 3 tiefe Atemzüge, wäre auch so eine kleine Möglichkeit. Genau, also meine Ernährungsberatung soll auf jeden Fall auch mit in diese Richtung gehen, dass das mit einbezogen wird. Und so eine Ernährungsberatung würde dann aus 3 Terminen bestehen. Also erstmal so ein Kennenlerntermin, wo man mal schaut, passt die Chemie, kommt man gut zurecht, will man zusammenarbeiten? Wenn ja, dann gibt es ein Ernährungstagebuch von mir, das dann für eine Woche ausgefüllt werden darf und mir dann zurückgegeben wird, damit ich einfach einen Anhaltspunkt habe, wie sieht denn die Ernährung jetzt aus? Und ich, also wenn gewünscht, würde ich es sehr gerne mit einer Stuhlprobe auch verbinden. Da arbeite ich mit einem Labor zusammen, von denen ich die Testkits geschickt bekomme. Die kann ich dann eben weitergeben und dann kann man das ganz in aller Ruhe daheim machen und ins Labor schicken und ich kriege dann die Ergebnisse vom Labor geschickt. Und mit den beiden Dingen, also mit dem Ernährungstagebuch und den Ergebnissen von der Stuhlprobe, kann ich dann einfach einen Ernährungsplan zusammenstellen, den man dann im zweiten Termin besprechen kann. Und
guckt einfach dann gemeinsam, passen die einzelnen Schritte oder müssen wir noch was anpassen? Und dann so nach 6 bis 8 Wochen wird es dann einen dritten entweder Abschlusstermin geben, wenn man sagt, derjenige kommt damit jetzt gut klar, oder man könnte dann auch noch einen Folgetermin buchen und schaut einfach, was konnte derjenige gut umsetzen, was ist ihm leicht gefallen umzusetzen oder was hat gar nicht funktioniert und besteht noch irgendwo Änderungsbedarf. Dann gibt es auch ein längeres Coaching, also das kann man dann über 6 Monate oder 12 Monate könnte man sowas dann machen. Wenn jetzt jemand sagt, okay, also ich will es jetzt wirklich komplett in die Hand nehmen, ich will eine komplette Lebensstilveränderung haben. Und dass man, dann hätte man mich an der Hand, um eben einfach Schritt für Schritt zu gucken, welche Gewohnheiten sind jetzt nicht so gut und wie kann ich die durch gesunde Gewohnheiten ersetzen. Und das ist halt nicht so einfach und braucht vor allem Zeit. Also ich kann maximal 2 bis 3 Gewohnheiten auf einmal verändern. Also ich persönlich finde 3 eigentlich schon zu viel. Also ich würde sagen 1 bis 2, da ist man dann schon mal bedient, weil man musste ja auch viele Wochen wirklich durchhalten, bis es wieder zu einer Gewohnheit wird. Und da ist es dann vielleicht schön, jemanden an der Hand zu haben, mit dem man dann einmal in der Woche oder alle 2 Wochen spricht, um dann eben einfach Schritt für Schritt diese Lebensstilveränderung hinzubekommen. Genau. Wenn gewünscht, dann könnte ich diese Beratungen auch noch mit Frequenzbehandlungen unterstützen. Und zwar mit dem Healy. Das ist ein kleines Frequenzgerät. Das arbeitet mit Mikrostrom. Und da kann man zum einen die Entgiftung unterstützen. Und zum anderen kann man aber auch einzelne Nährstoffgruppen laufen lassen und dadurch die Nährstoffaufnahme von diesen Nährstoffen im Körper verbessern. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern habt ihr Interesse, dass ich euch ein bisschen näher erkläre, was der Healy ist, oder passt das so für euch? Ja? Dann gucke ich hier mal gerade ganz kurz. Also ich möchte es wirklich nur ganz kurz, das ist nur so, also so sieht der Healy aus. Das ist so ein kleines Kästchen, das könnt ihr euch nachher da hinten am Tisch auch anschauen. Ich habe ihn dabei. Und der ist halt dazu da, um einfach die ganzheitliche Gesundheit und das Wohlbefinden noch zusätzlich zu verbessern. Und das ist auch tatsächlich die Vision der Erfinder dahinter. Die ganzheitliche Gesundheit des Einzelnen und der gesamten Menschheit zu verbessern durch diese Mikrostromanwendungen. Insgesamt gibt es da 4 Teilgruppen oder 4 Geräte, in dem Sinn sind es nicht. Also das eine, da seht ihr schon Digital Nutrition, das ist eine App, also dieser Healy, der wird über Apps gesteuert. Und diese Digital Nutrition, die haben, das sind unterschiedliche Nährstoffgruppen, die da eingeteilt sind. Und die kann man halt dann austesten und gucken, welche bräuchte man jetzt mehr. Und dann würde man nach dem Essen diese Programme laufen lassen und dadurch den Körper in die Lage versetzen, genau diese Nährstoffe aus dem, was man gegessen hat, noch besser aufzunehmen. Dann eben dem Healy selber, wir nutzen den jetzt seit über einem Jahr und sind echt begeistert. Also wir nutzen den für, gerade wenn man Kopfschmerzen hat, funktioniert das wunderbar. Oder auch wenn man so merkt, oh, vielleicht jetzt eine Erkältung rückt an, dann kann man da auch unterschiedliche Programme laufen lassen und sein Immunsystem stärken. Dann der Mac Healy, das ist jetzt relativ neu auf dem Markt, der arbeitet mit elektromagnetischen Wellen, den habe ich jetzt bisher selber noch nicht. Und die Healy Watch, die habe ich auch nicht, das ist so eine Art Personal Trainer, der eben am Körper dann immer direkt misst, wie jetzt gerade die einzelne Versorgung ist. Genau, hier sieht man den Healy noch mal ein bisschen größer. Und der Healy, da gibt es unterschiedliche Editionen von. Und also aus rechtlichen Gründen haben sie jetzt eine Edition komplett noch mal separiert. Und zwar gibt es eine Medical-Version. Weil es gibt einige dieser Mikrostromprogramme, die als Medizinprodukt anerkannt sind. Und zwar die Schmerzprogramme, auch bei Migräne und bei Depressionen. Und diese Programme sind auf den anderen Editionen auch drauf, heißen da dann aber irgendwie anders. Aber man darf halt den Healy nur
bei Medical als Medizinprodukt verkaufen und die anderen eben nicht. Deswegen haben sie diese Gruppen nochmal ganz separat in ein Gerät gepackt. Und das hatte ich ja auch eben gerade schon gesagt, also bei Kopfschmerzen, wenn man merkt, so die fangen an. Also ich habe für mich selber da schon ganz oft die dann abwenden können. Klar, immer klappt es nicht, ist aber häufig schon. Da ist eben nochmal kurz zusammengestellt diese Schmerzbehandlung. Genau. Also der Heli selber, der funktioniert so, dass er zum einen die körpereigenen Frequenzen ständig misst und dann eben die Frequenzen, die der Körper braucht, ins Feld einspielt. Und wie verwendet man den Heli? Also den kann man, also mitgeliefert werden diese Armbänder, die man da drüben sieht. Dann hat man da so Kabel und der Heli hängt dann da und dann hat man die hier drüber. Dann kann man die auch mit Klebeelektroden an bestimmten Stellen festmachen. Also gerade wenn man jetzt sagt Schmerzen und ich habe die Schmerzen hier im Knie, dann kann ich mir hier diese Elektroden draufkleben und kann es dann so handeln. Oder was es zusätzlich zum Kaufen gibt, ist die Heli Coil. Die steckt man da zusätzlich mit rein und dann hat man keinerlei Kabel und es werden trotzdem die ganzen Frequenzen eben ins Feld geschickt. Gut, dann eben der Mac Healy, der arbeitet mit elektromagnetischen Wellen. Da ich den jetzt selber nicht habe, kann ich da auch nicht, noch nicht so viel drüber sagen. Also es gibt vier unterschiedliche Programme, die da drauf sind. Einmal so für die komplette Umgebung, dann so ein bisschen Spezialprogramme, wo zwei Frequenzen in einem verarbeitet sind. Dann die Klassikprogramme und dann gibt es noch Programme, wo man Wasser aufschwingen kann, also wo man bestimmte Informationen aufs Wasser aufschwingen kann. Genau, was ich noch recht spannend finde, ist, dass Healy mal eine Umfrage gemacht hat. Allerdings die Teilnehmerzahl, sieht man schon, ist jetzt nicht so riesengroß. Aber ich finde es trotzdem spannend, dass da tatsächlich nur 4% gesagt haben, dass sie keinerlei Veränderungen gespürt haben. Genau, also wenn ihr noch weitere Fragen irgendwie zum Healy habt, dann können wir da nachher einfach gerne noch mal ein bisschen drüber quatschen. Genau, und jetzt nochmal zurück zu meinen Angeboten. Also das wäre eben so dieses Paket Ernährungsberatung, Coaching, wer möchte auch mit Frequenzbehandlung dazu. Dann werde ich Basenfastenkurse anbieten, wo man einfach zu Beginn würde ich dann einfach mal was über unseren Basenhaushalt erzählen und einfach erklären, was ist eigentlich Basenfasten. Und dann würde man in eine Basenfastenwoche gemeinsam starten. Dann biete ich Halbtageskurse an, wo ich auch einfach über den Säure-Basen-Haushalt was erzähle. Dann vielleicht so ja, 4 bis 5 essbare Wildpflanzen, je nach Jahreszeit, mir aussuche, die wir dann gemeinsam sammeln und bestimmen, damit jeder, der bei dem Kurs teilnimmt, die danach auch ganz sicher bestimmen kann. Und dann verkochen wir die gemeinsam und essen, damit man auch gleich schmeckt, wie gut es wirklich ist. Und was ich mir auch noch vorstellen kann, dass man gemeinsame Abende macht, also entweder, dass ich dann alles mitbringe und man dann nur gemeinsam etwas wild kocht oder dass man auch mal gemeinsam Salben herstellt. Vielleicht wären das auch mal nette Geschenkideen. Was ich dann tatsächlich auch gemerkt habe, ich habe während ich die Ausbildung zu Ende gebracht habe, schon einige Ernährungsberatungen gemacht und dann kam tatsächlich oft so, oh, das ist aber schon ganz schön kompliziert und so viele Einzelteile und wenn ich jetzt auch noch auf meine Pflegeprodukte achten soll, was nehme ich denn da? Und da muss ich sagen, bin ich total glücklich, dass ich das österreichische Unternehmen Ringana entdeckt habe, weil die absolut frische Produkte herstellen und zwar sowohl Pflegeprodukte, in denen keinerlei Füllstoffe drin sind, sondern wirklich nur Wirkstoffe und eben auch Nahrungsergänzungen. Und gerade für jemanden, der eben sagt, boah, also wenn ich das jetzt alles selber zusammenmischen muss, das übersteigt jetzt gerade einfach meine Fähigkeiten, das schaffe ich nicht, dann habe ich da einfach was an der Hand, wo ich sagen kann, okay, dann schau dir das mal an und probier mal damit, ob das was für dich ist. Und damit jetzt nicht immer nur ich rede, würde ich die Amelie kurz nach vorne bitten und die wird euch einfach kurz ein bisschen was über die Philosophie des Unternehmens und die Produkte erzählen.
aber ich biete auch noch ein wildes Klassenzimmer an. Und zwar sind es zwei unterschiedliche Kurse, einmal für die Grundschüler, so von der ersten bis zur vierten Klasse, wo ich das Lebensmittelrad erkläre, also wo ich ihnen die Lebensmittel erkläre, welche sind basenbildend, welche sind säurebildend. Und idealerweise ist es dann so gestaltet, dass wir nach diesem Theorieteil Brotzeit machen, weil da gucken sie sich nämlich ihre Brotzeitdose ganz genau an. Und dann gehen wir zusammen raus und gucken so drei wirklich ganz einfach zu bestimmende essbare Wildpflanzen, die wir dann sammeln und machen dann daraus was Leckeres zu essen und essen noch gemeinsam. Und also ich habe das jetzt bisher zweimal gemacht und das ist total schön, die Kinder dabei zu erleben, wie sie da dann draußen ganz wild drauf sind, dass sie auf jeden Fall auch was finden. Und wenn man das dann zusammen verarbeitet und klar, es gibt immer den einen oder anderen, die sagen, nee, das probiere ich nicht. Aber das ist echt die Ausnahme. Die allermeisten probieren es und den meisten schmeckt es auch. Und das ist total schön zu sehen. Und das Zweite ist für die 5- bis 7-Klässler in etwa, denen erzähle ich was über das Verdauungssystem, weil das da dann auch so im Lehrplan mit drin steht. Aber auch da möchte ich essbare Wildpflanzen dann mit einbinden und dann quasi ähnlich gestalten, dass man dann rausgeht, die sammelt, gemeinsam kocht und isst, damit es einfach wieder so ein rundes Paket ist. Und für diese beiden Kurse habe ich Bodenbilder entworfen. Und also wenn es euch interessiert, dann sage ich da kurz ein bisschen was drüber. Ja? Also das ist eben mein Lebensmittelrad. Und das sieht natürlich nicht so aus, wenn ich in die Schule gehe, sondern dann liegen die Lebensmittel alle außen rum und gemeinsam mit den Kindern befüllen wir die dann. Und das ist immer sehr spannend. Das erste Aha-Erlebnis ist nämlich dann da, wenn in diesem kleinsten Kucheneckchen nicht nur die Süßigkeiten drin sind, sondern eben da auch die Milchprodukte drin sind, Wurst drin ist und Breze, Weißmehlprodukte und sowas drin sind. Und das ist für die immer ganz unverständlich. Ja, aber wieso ist das, darf man da nur so wenig von essen? Weil die natürlich immer die Lebensmittelpyramide im Blick haben, die sie von den Schulen, also sie wird so in den Schulen nach wie vor unterrichtet von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und die haben irgendwie einen anderen Ausgangspunkt einfach, so genau kenne ich den nicht, aber es ist eben nicht dieser Blickwinkel, was ist basenbildend, was ist säurebildend, was sind gute Säurebildner, was sind schlechte Säurebildner. Und jetzt muss man sagen, dass ja in unserem Körper die meisten Körperflüssigkeiten basisch sind. Das heißt, ich muss ihm ja auch viele Basen zuführen, damit er das alles gut im Gleichgewicht halten kann, damit das Säure-Basen-Verhältnis stimmt. Und wenn ich jetzt aber mich sehr in dieser sauren Ecke aufhalte, dann muss unser Körper, um die Flüssigkeiten eben basisch zu halten, es irgendwo aus seinen Depots nehmen. Was sind die typischen Depots? Das sind Zähne, Knochen, Haarwurzeln. Dann kann man sich jetzt gerade selber überlegen, wie man das dann äußerlich sieht oder an welchen Krankheiten man das dann erkennt, wenn die Ernährung zu säurelastig war. Genau, also das ist für die Kleinen. Und für die Größeren habe ich eben einmal das Verdauungssystem zusammengestellt. Die Verdauung, die beginnt im Mund. Wisst ihr alle, warum sie im Mund beginnt? Ja, das ist ein Faktor, genau. Wir zerkleinern die Nahrung damit. Aber es fängt tatsächlich. Genau, also es fängt tatsächlich schon die Kohlenhydratverdauung im Mund an, weil im Speichel Enzyme sind, die die Kohlenhydrate schon im Mund ein Stück weit kleiner machen. Also gerade die Makronährstoffe, also die stelle ich hier mit diesen großen Kugeln dar, also Kohlenhydrate, Fette, Proteine. Und dann hätten wir eben schon im Mund unsere kleinen Enzyme, die hier die Kugel aufklopfen, schon im Mund und schon mal das Riesenkohlenhydrat ein Stückchen kleiner machen. Genau, und dieser Speisebrei, der läuft dann eben die Speiseröhre runter und kommt in den Magen. Das ist tatsächlich jetzt mal ein Organ, in dem ist es alles andere als basisch. Da ist es richtig sauer und da beginnt dann auch die Proteinverdauung. Und der gesamte Speisebrei rutscht dann weiter in den Zwölffingerdarm. Und mit den ganzen Verdauungsenzymen findet da dann die restliche Verdauung statt von den Proteinen und auch der Fette. Und diese kleinsten Teilchen, die kann ich dann auch nochmal auspacken und habe dann hier wirklich diese ganz kleinen Bausteine und die schaffen es dann durch die Darmschleimhaut in unseren Körper und können dann so verwertet werden. Und
an solchen anschaulichen Modellen verstehen das die Kinder halt auch einfach besser. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen ein Grund, warum ich diese beiden Bodenbilder durchaus auch in meinen Erwachsenenkursen verwende. Es ist jetzt nicht so, dass ich dann, da werde ich es jetzt nicht unbedingt so mit dem Püppchen und wir klopfen auf, aber es ist einfach anschaulich und man kann sich das dann besser vorstellen und kann sich vielleicht auch besser vorstellen, wo in meinem Körper spielt sich das Ganze denn ab. Genau, das sind so meine ganzen Angebote. Einige von euch fragen sich jetzt vielleicht, ja, was ist denn jetzt mit der Geburtsgeschichte? Da wollte sie doch noch was drüber sagen. Also ich habe ein Buch geschrieben und dieses Buch wird im Frühjahr 2023 veröffentlicht. Und das heißt, mein Weg zur Hausgeburt, berührende Geschichten, die Mut machen. So rum. Und also das Buch, da habe ich meine eigene Geschichte aufgeschrieben und habe noch viele weitere Frauen und Paare gefunden, die auch bereit waren, ihre Geschichte zu erzählen und die stehen da auch mit drin. Und mir ist es einfach ein Anliegen, das bekannter zu machen, dass es überhaupt die Möglichkeit von Hausgeburten gibt, weil ich wusste das nicht von Beginn an. Also bei mir war das nicht so, dass für mich von Anfang an das feststand, sondern es waren einige Zufälle, die mich einfach in diese Richtung geleitet haben. Und ich finde, auch da ist es so wieder so schön zu sehen, ich kann ja nur eine eigenverantwortliche Entscheidung über die Art der Geburt treffen, wenn ich alle Möglichkeiten kenne. Und das ist einfach ein Punkt, ich möchte es einfach nach draußen bringen, dass einfach ganz viele Frauen und Paare erfahren, dass es eine gute Möglichkeit ist und auch eine durchaus auch eine sichere Möglichkeit, eine Hausgeburt zu machen. Und ich habe da hinten schon einen kleinen Einblick, wie mein Buch dann aussehen wird. Und es gibt dann auch einen kleinen Vorverkaufszettel. Also falls irgendwer von euch tatsächlich jetzt schon Lust hat und sagt, hey, wow, das Buch will ich auf jeden Fall haben, dann könnt ihr das jetzt schon im Vorverkauf erwerben. Meine Bitte wäre dann nur, also wenn ihr euch da eintragt, dass wir dann nochmal direkt in Kontakt treten, weil wir dann auch die Rechnungen gemeinsam hier noch ausfüllen müssen. Und ich habe, also eine Spalte heißt, ich möchte gerne informiert werden über Informationen über das Buch oder wenn es Lesungen gibt oder über mein weiteres Wirken. Wenn ihr da Informationen haben wollt, dann tragt da eine E-Mail-Adresse ein. Wenn ihr aber sagt, ich werde dazu gespammt, ich mag das nicht, dann tragt da einfach keine E-Mail-Adresse ein, weil dann weiß ich Bescheid, okay, derjenige möchte einfach keine Informationen drüber haben, was auch völlig in Ordnung ist. Genau, und was ich ja vorher schon gesagt habe, mit der auf sein Bauchgefühl zu hören, die Intuition, was ich ja damit auch ein Stück weit vermitteln möchte mit meinem Buch. Das ist auch das ist eine unserer sechs höheren Fähigkeiten, unsere Intuition. Und die Intuition, die ist auch durchaus trainierbar. Genauso wie auch Entspannung trainierbar ist. Und ich hatte ja auch schon eingangs erwähnt, wie wichtig Entspannung für unseren Körper ist. Und ein wichtiger Nerv in dem Zusammenhang ist der Vagusnerv. Der 10. Hirnnerv, den nennt man auch Entspannungsnerv. Und es gibt einige Übungen, die man machen kann, um eben ganz gezielt den Vagusnerv zu trainieren und dann entspannt man sich. Und wenn man das schafft, täglich so ein bisschen mit einzubauen, dann kann man sich tatsächlich auch entspannen, wenn man so richtig krassen Stress hat. So, jetzt müsstet ihr ziemlich entspannt sein. Hoffe ich. Also das waren jetzt insgesamt 9 Übungen. Idealerweise, also um eben den bestmöglichen Effekt zu erzielen, macht man die in der Reihenfolge wirklich hintereinander. Das sind aber dann also so in etwa 10 Minuten, was das dann insgesamt ausmacht. Bei mir ist es tatsächlich mein Abendritual. Also ich schaffe es jetzt natürlich auch nicht jeden Abend, aber wir sind ja alle auch hier, um zu lernen, dass wir nicht perfekt sein müssen. Und ein bisschen was ist besser als nichts. Also, oder ich suche mir dann mal einzelne Übungen raus. Und tatsächlich auch, wenn ich wirklich extrem gestresst bin, dann mache ich halt auch irgendwie
gucke ich einfach, worauf habe ich jetzt gerade Lust und irgendwas mache ich dann. Und das hilft mir dann einfach, mich zu entspannen. Und ganz konkret vielleicht dann kann man das auch vor dem Essen einbauen. Also gerade wenn man gestresst ist, dass man dann halt sagt, okay, bevor ich jetzt wirklich anfange zu essen, nehme ich mir ein, zwei der Übungen raus und mache die, damit ich einfach schon mal meinem Körper sage, hey, alles ist gut, du brauchst keine Stresshormone ausschütten, es ist alles ganz entspannt. Genau. Dann ja, bin ich jetzt eigentlich schon relativ weit. Jetzt komme ich noch zu meiner Vision. Warum möchte ich das jetzt auch unbedingt in die Welt raustragen? Also zum einen möchte ich einfach Kinder wieder viel mehr mit der Natur verbinden und ihnen was Nützliches fürs Leben auch beibringen. Nicht immer nur dieses Dasitzen und irgendwelche Zahlen und sonstige Dinge büffeln, sondern einfach was, ja, was Anschauliches, was ich angreifen kann, ihnen halt auch beibringen. Und für die Erwachsenen ist es mir auch tatsächlich so ein Herzensanliegen, wieder so mehr Leichtigkeit in dieses ganze Thema Gesundheit und Essen reinzubringen. Also Leichtigkeit zum einen auf der körperlichen Seite, aber eben auch auf der geistig-mentalen Seite. Dass man einfach mit ganz kleinen Veränderungen oft schon ganz, ganz viel erreichen kann. Warum ist mir das so ein Anliegen? Ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen eine Geschichte zu mir. Wobei, da würde ich euch erstmal gerne eine Frage stellen. Wer von euch hat schon mal eine Diät gemacht? Hat die tatsächlich auf Dauer funktioniert? Allgemein. Also bei mir nicht. Und jetzt gerade dieses ständige Diäten oder Kalorienzählen, das ist ja immer so, was vielleicht jeder auch schon gehört hat oder kennt. Und das finde ich, hat aber nichts mit gesunder Ernährung zu tun. Sondern gesunde Ernährung ist auch ein Stück weit das, dass ich mich wieder auf meine Intuition verlassen kann. Mein Körper sagt mir schon, was er braucht, sofern er denn gesund ist. Also wenn ich mich jetzt natürlich so richtig, richtig schlecht ernähre, also ich gehe nur, dann kann ich mich auf meinen Körper nicht mehr verlassen. Dann muss ich ihm natürlich schon erstmal wieder einen Rahmen bieten, dass ich mich drauf verlassen kann. Aber bei mir war das tatsächlich so, dass ich, also so in meiner Jugendzeit und so, ja, kurz nach dem Abitur eigentlich auch noch, wirklich starke Kreislaufprobleme immer hatte. Und jetzt muss man dazu sagen, also das war so eine Zeit, wo ja so eine Tafel Schokolade am Tag ging locker weg. Und ja, ich habe dann immer, klar, wenn man gemerkt hat, okay, jetzt alles ist wieder so, Kreislauf ist schwierig, dann hatte ich immer so richtig das Gefühl, ich kippe jetzt jeden Moment um, wenn ich nicht sofort was esse. Und meistens war es halt dann der schnelle Schokoriegel. Dann geht es natürlich erstmal besser, aber im nächsten Moment war es schon wieder ganz schlecht. Und wenn ich damals schon gewusst hätte, dass einfach durch diese Zuckerbomben der Blutzuckerspiegel so nach oben schießt, um dann nur genauso schnell wieder nach unten zu gehen, weil unser Körper so viel Insulin ausschüttet, um die ganze Glucose wieder aus dem Blut rauszukriegen, dann hätte ich da ja schon was in meiner Ernährung ändern können und hätte das einfach optimieren können, so dass man den Blutzuckerspiegel annähernd konstant hält. Und dann gehören auch Kreislaufprobleme der Geschichte an. Und das sind so Dinge, wenn ich das einfach gewusst hätte, dann hätte ich es da schon besser machen können. Und dieses Wissen möchte ich einfach jetzt gerne weitergeben. Dann bin ich tatsächlich schon bei meinem letzten Punkt, mein Ausblick. Also der Beginn, der startet etwas traurig, und zwar ging es meinem Papa im frühen Sommer schon gesundheitlich sehr schlecht, und der hatte Essensprobleme, also Schluckbeschwerden, und da habe ich mich dann dazu entschlossen, noch eine Ernährungsberatung für Senioren anzufangen. Die ruht tatsächlich im Moment noch, aber ich möchte schauen, dass ich die bis Ende des Jahres vielleicht oder bis Anfang nächsten Jahres dann abgeschlossen habe, weil es einfach meinem Papa so schnell so viel schlechter ging, dass dafür kein Raum mehr war. Und ich habe dann für meinen Papa auch nach flüssiger Seniorentrinknahrung gesucht. Ich habe im Internet gesucht, ich habe in den Apotheken gesucht und ich habe schon was gefunden. Ja? Also es gibt einen Blumenstrauß von solchen komischen Dingern. Und ich habe mir dann halt hinten immer die Inhalte durchgelesen und habe mir gedacht, das muss doch auch irgendwie gesund gehen. Und
da könnte ich mir durchaus vorstellen, je nachdem, was sich so in den nächsten Jahren noch ergibt, vielleicht ein eigenes Produkt auf den Markt zu bringen. Einfach in gesund. Ja? Finde ich Also, super. weil da sind so viele Zuckerarten drin und es sind so viele alte Menschen davon betroffen, dass sie einfach im Alter Schwierigkeiten haben, ihr Essen überhaupt noch runterzubekommen. Genau, dann darf ich jetzt im November noch zwei Kurse machen. Einmal mache ich noch einen Kurs in Energiearbeit, einfach um da auch noch ein bisschen mehr einfließen lassen zu können. Und ich mache noch meinen Darmimmuntherapeuten, weil einfach der Darm ist so das Organ schlechthin für unsere Gesundheit. Wenn es unserem Darm gut geht, dann geht es uns auch gut. Und deswegen möchte ich mich auf dem Gebiet einfach noch tiefer einarbeiten. Und im kommenden Jahr starte ich dann noch eine zusätzliche Ausbildung für Ernährungsberatung in der Fünf-Elemente-Lehre. Das ist nach der traditionellen chinesischen Medizin. Da habe ich ein Buch gelesen und ich war einfach so fasziniert von den Zusammenhängen, dass ich mir einfach gesagt habe, okay, also das will ich unbedingt auch mit integrieren. Und gerade weil es auch so alte, überlieferte Sachen sind und das finde ich total spannend. Und da hoffe ich, dass das zustande kommt und dann würde ich das eben nächstes Jahr auch noch machen. So, jetzt habt ihr es geschafft. Habt ihr denn noch Fragen? Erstmal Applaus.